Hallo Leute, hier ist eure Vince McFlytrap mit guten Nachrichten. Und ich, ups, Fancy McFlytrap. Du schmeißt mich auch wirklich immer um. Ja, also wir wollten nur sagen, wir sind wieder besties ever. Wir haben uns irgendwie wieder vertragen. Ja, soll ich die verrückte Geschichte mal erzählen? Ja, mach. Okay, also es war so. Ich habe so gehört von Alligator, willst du? Also läuft auf Agro TV, auch hier bei YouTube. Und dann kam Venus und Vladimir mit Neuigkeiten. Und dann habe ich gerade so eine geraucht und sich zu Venus. Hey, nimm auch mal. Sie hustet sich natürlich einen ab, nachdem sie es mal probiert hat. Sie wollte wohl auch mal probieren. Sie hatte gerade ihre Bad Girl Phase. Ja, ich habe auch mal meine Bad Girl Phasen. Glaubt man nicht. Ja, und dann hat Vladimir uns noch Bier besorgt und dann haben wir gesoffen und gefeiert und ja, dann haben wir uns irgendwann wieder, irgendwie wieder verstanden und jetzt sind wir der Best Sis Ever. Ja, und ich habe auch Fans dazu gebracht, dass sie sich sehr viel um die Umwelt jetzt kümmern. Ja, leider. Was heißt denn leider? Ja, ist schon ein bisschen komisch, ne? Ach, Quatsch. Ja, sie redet immer so ein Zeug, so ist sie normal. Ey. Ja, und wir sind jetzt wirklich total coole Schwestern. Und ja, das wollten wir nur kurz sagen. Ja, und auch an Lucy und ups, nicht schon wieder. An Lucy und Venus. Ihr solltet euch auch wieder vertragen. Es ist besser, wenn man sich verträgt. Oh, meine Haare. So, es ist besser, wenn man sich verträgt, weil dann kann man wieder, naja, hat man mehr Spaß am Leben. Ja, und Team Rebellisch wird jetzt angeführt von Fantasy. Ja, ich bin jetzt in Team Lieb und ich kümmere mich jetzt auch viel um die Umwelt. Mehr oder weniger, ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Ja, sie will sogar mit dem Rauchen aufhören. Ja, ich versuche, mein Leben zu verbessern. Ja, und ich werde jetzt auch keine Autos mehr klauen. Ja, und das wollten wir euch nur kurz sagen. Bye! Eure Venus und Fancy. Ciao!